Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Es ist wieder Zeit fürs Bullet Journal. Und zwar planen wir heute zusammen meinen Februar. Eigentlich hatte ich nicht vor, so auf dieses Valentinstagsthema zu gehen, aber ich guck mal, es wird vielleicht doch so danach. Ich werde mal schauen, gucken, dass ich vielleicht trotzdem ein paar andere Sachen mit reinbekomme. Aber ich weiß nicht, den Februar verbindet man so automatisch damit, dass mein Kopf total leer ist, was andere Sachen angeht. Aber wir werden sehen, mal gucken, wie es wird. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Es geht los wie immer mit dem Deckblatt. Ich habe mir damit Bleistift einen Kreis vorgezeichnet. Aber von Hand nachzeichnen, selbst das. Kreise, das sind bei mir komische Eier. Ihr seht, ein bisschen erinnert das schon an das Thema Valentinstag. Das ist aber nur auf der Deckseite so. Das Einzige, was dann noch so ein bisschen passend ist dazu, ist einfach das Farbschema, was ich habe in diesem Monat. Ansonsten findet man da nichts vom Valentinstag, keine Herzchen, gar nichts, weil ich persönlich brauche den Valentinstag nicht. Ich zeige meinem Freund jeden Tag, dass er mir wichtig ist. Dafür brauche ich nicht einen bestimmten Tag. So, ihr seht, da ist die Schrift und auch der Stift, was sich wieder durch den ganzen Monat dann auch ziehen wird, durch die ganze Übersicht. Und natürlich, die Schrift lässt man nicht einfach so, die muss natürlich noch dekoriert werden. Schatten sind bei mir eigentlich immer mit dabei, also immer irgendeine Art von Schatten. Ich kann das so sonst nicht lassen. Ich mag Schatten einfach wahnsinnig gerne, ich arbeite echt gerne damit. Normalerweise auch mit Lichtreflexen, aber da war einfach die Schrift jetzt zu schmal. Jetzt mache ich unten noch eine Monatsübersicht hin, weil mir hat es auch im Januar schon echt gut gefallen damit. Von daher werde ich gucken, dass ich mir das für jeden Monat merke. Da mache ich jetzt noch mit Washi-Tape eine Markierung dann an die Seite hin. Ich mache da drei Lagen davon, weil sonst wäre es zu dünn. Das mache ich da an die Seite hin, damit ich einfach den Monat dann gleich finde, wenn das Buch mal zugeschlagen ist, weil das Buch hat kein Bändel. Und dann bleiben wir auch gerade auf der Seite. Und das kennt ihr natürlich wieder alle, die Finanzen erstmal. Die Seite, also ohne diese Seite könnte ich es mir echt nicht vorstellen. Die ist bei mir wirklich essentiell, also ja, die bringt mir wirklich sehr viel, einfach damit man einen Überblick hat, selbst wenn es nur ein grober Überblick ist, aber man hat einen Überblick. Es wird auch wieder gleich gemacht, wie ich den Februar geschrieben habe. Und dann ist jetzt dann natürlich die Tabelle dran. Das Gute bei dem Nuna ist, wir haben ja 3,5 mm Abstand und nicht 5. Aber von links nach rechts, der Abstand vom ersten zum letzten Punkt sind genau 14 cm. Also die Mitte lässt sich trotzdem wunderbar ermitteln. Und ja, die Tabelle, die geht ja fix, die ist einfach. Die restlichen Striche kommen erst rein, wenn was eingetragen wurde. Dann kommt noch die Align-A-Day-Seite, die mir wirklich auch ans Herz gewachsen ist, mehr oder weniger. Wobei ich das mittlerweile auch so mache. Viele schreiben ja da, glaube ich, nur positive Sachen rein.
Aber ich schreibe auch wirklich mal rein, wenn es wirklich ein komplett blöder Tag war. Also dann versuche ich auch nicht krampfhaft irgendwas Tolles zu finden. Meine Güte, es gibt halt auch mal schlechte Tage. Es ist nicht immer alles Sonnenschein und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich denke mal, das wird jeder kennen. Ich finde es bloß immer schlimm, wenn man die ganze Zeit dieses Sonnenschein vorlebt. Also das ist nicht mein Ding. Wenn was Kacke ist, dann sage ich das auch. Dann schreibe ich jetzt hier die Tage auf. Das geht ja auch recht fix. Und da seht ihr schon die erste Deko. Da nehme ich so ein Papier dafür. Das ist wie so Washi-Tape-Papier, bloß halt, dass es nicht selbstklebend ist. Also ich habe da doppelseitiges Klebeband benutzt, was ich im Nachhinein aber bereue. So, jetzt kommen wir zur ersten Wochendeko. Dann nehme ich das auch, dieses Papier, nutze das und ermittle dann erstmal noch schnell die Mitte. Hätte ich machen können, bevor ich das Trägerpapier abziehe, ne? Guck, dass ich schön mittig bin, damit der Papierstreifen auch wirklich in der Mitte ist. Und bei dem Papier muss man echt aufpassen, da hat sich es bei mir ein bisschen zusammengeschoben, deshalb ist das ein bisschen faltig, wobei ich das gar nicht so hässlich finde. Die einzelnen Tage oder Kästchen trenne ich nur mit Punkten, weil ich wollte es relativ schlicht halten, denn die Schrift ist, glaube ich, eh schon genug. Von daher haben mir die Punkte dazu ganz gut gefallen. Ich fand die ganz passend. So, da schreibe ich die Tage jetzt noch hin. Auch in derselben Schrift natürlich wieder. Ich habe mir das mittlerweile so angewöhnt. Eine Zeit lang habe ich das anders gemacht, aber mittlerweile finde ich das einfach schön, wenn sich so dieselbe Farbe und dieselbe Schrift so durch den ganzen Monat zieht. Und das Gute ist ja, dass es die erste Februarwoche gleich auch eine ganz komplette Woche ist. Und daher ist es gerade echt passend. Dann noch der Freitag. Und fürs Wochenende nutze ich dann wieder nur ein Kästchen, weil zwei rentieren sich da bei mir einfach nicht. Ich schreibe da höchstens ein bisschen was rein, wann ich arbeite. Und das braucht nicht viel Platz. Von daher, ein Kästchen reicht. Dann haben wir noch Notizen, falls ich mal welche mache. Und dann haben wir hier nochmal, welche Woche wir haben, inklusive einer kleinen Monatsübersicht dann dazu. Ha, ich mache erst noch Punkte, okay. Ich mache unten noch die Punkte, weil da unten rein kommt dann meine Essensplanung. Was es denn zu essen gibt an den Tagen. Wird auch nur mit Punkten abgegrenzt. Einfach mal was anderes, wie immer bloß irgendwelche Striche. Dann dekoriere ich die Schrift natürlich noch. Also diesmal habe ich mir da wirklich viel Zeit genommen. Normalerweise habe ich ja die Deko an der Schrift jetzt nicht unbedingt mit durch den Monat gezogen. Aber da habe ich es diesmal gemacht und habe mir die Zeit wirklich dafür genommen. Da den Montag haben wir jetzt gemacht und ihr müsst mir nicht bei allen Worten zusehen. Ihr wisst ja, wie es ist. Ihr wisst ja, wie es aussieht. Da ist die Rübe im Weg. Unglaublich. Da kommt jetzt kommt eben die Monatsübersicht. Also da muss ich gucken. Also der Fokus, der geht jetzt auf die Haare und nicht auf jetzt. So, da wird jetzt noch die Woche markiert. Und dann sind wir schon
bei den nächsten beiden Seiten mit beim Content Planner und bei meinen Trackern Schlaf und Schmerz und Laune. Was auch wirklich, also Schlaf und Schmerz und Laune ist für mich auch wirklich wichtig. Ohne das könnte ich es mir auch nicht mehr denken. Der Content Planner sieht diesen Monat anders aus als letzten Monat. Diesen Monat braucht er nämlich nur eine Seite. Die Tageszahlen schreibe ich in die Mitte, weil ich fand das ganz interessant. Ich kann zum Beispiel am ersten kann ich es links schreiben, am zweiten rechts, dann ist das nicht so ganz nah aufeinander und so ein Gewurstel. Und jeden zweiten Tag, den markiere ich mir, damit es einfach auch noch ein bisschen mehr Unterschied hat. Damit sich das einfach alles so ein bisschen mehr voneinander abhebt. So, dann kommt erstmal die Deko mit dran wieder. Ja, da gucke ich, dass sich mir das nicht wieder einrollt, weil am Anfang hat sich es mir ja eingerollt. Da muss man echt aufpassen, sonst kriegt man es nirgendwo mehr ab. So, aber hat wunderbar funktioniert. Bis auf die eine Ecke. Schlaf und Schmerz und Laune sehen diesen Monat auch wieder anders aus als letzten Monat. Da habe ich mich mal wieder an was orientiert, was ich im Instagram, glaube ich, gesehen habe. Weil ich möchte dieses Jahr auch mal gucken, einfach ein bisschen mehr zu variieren, mehr auszuprobieren, das ein bisschen zu ändern. Einfach ein bisschen Vielfalt mit reinbringen. Schreibe ich rechts und links die Tage hin. Links habe ich das Datum, rechts den Tag. Das fand ich irgendwie ganz nett, wenn da auf beiden Seiten was steht. Dann sieht die eine Seite nicht so leer und verloren aus. Und bei der Laune mache ich das im Prinzip genau gleich. Da arbeite ich von rechts nach links wegen dem Platz, damit ich gucken kann, wie es passt. Dann arbeite ich diesen Monat auch wieder mit Smileys und nicht mit Farben. Und habe noch einen dazu, den ich letztes Mal vergessen habe, und zwar so 3Z. Also wenn ich wirklich arg müde bin an einem Tag, damit ich mir das auch markieren kann. Und dann natürlich auch. Da arbeite ich mit Strichen, weil das ist einfacher, das sieht besser aus, finde ich. Und dann bringe ich noch ein bisschen Farbe mit rein, weil mir das einfach zu nackig aussah. Und dann kommen die letzten beiden Seiten. Die eine Seite ist für die Arbeit, wo ich einfach meine Sachen wieder eintragen kann von der Arbeit. Und dann noch eine Seite, wo ich mein Gewicht tracke, weil ich gerade am Abnehmen bin. Die Gewichtsseite mache ich ganz einfach, immer drei Linien. Ich wiege mich nur einmal die Woche, deshalb brauche ich nur vier Felder. Mehrmals in der Woche wäre auch wirklich Blödsinn, das macht einen nur wuschig. Dann macht man sich noch mehr Druck und das muss auch nicht sein. So, die Gewichtsseite ist damit schon fertig. Und bei der Arbeitsseite fange ich erstmal wieder mit dem Dekorieren an. Geht ja diesmal schnell, sind kurze Wörter. Dann noch mit dem grauen Stift die grauen Schatten. Und dann ist der ganze Spaß auch schon fast fertig. Bei der Arbeit kommt jetzt nur noch einfach eine Tabelle hin. Da
Da habe ich geguckt, wie ich es erstmal am besten mache, mit welchem Abstand, wie viele Kästchen nehme ich. Da bin ich jetzt halt mehr am Kästchen zählen als am Messen, aber ich finde es nicht schlimm. Das geht ja auch fix. Also das ist ja kein Hexenwerk. Da schaue ich jetzt mal, wie viele Kästchen reichen mir immer nach unten hin. Und markiere mir das einfach alles mal. Das geht so schnell, im Prinzip geht es fast so schnell wie es abmessen, wenn ihr genau wisst, was ihr schon, wie ihr es schon haben wollt. Dafür, dass ich nicht so viel Platz brauche, ist es ganz praktisch, dass das dann auf eine Seite passt, dass der Platz reicht. Da bin ich echt froh. So, und dann ist die Tabelle auch schon fertig. Jetzt schreibe ich noch die Tageszahlen rein, einfach aus Spaß an der Freude. Ich hätte es mir auch so merken können, immer von links nach rechts. Aber so. Das gehört für mich irgendwie dazu. Und jetzt zum Schluss kommt nur noch auch nochmal die Deko, die Papierstreifen unten ran. Ja, und das letzte und dann war's das. So, ihr Lieben, ich bin fertig. Mein Deckblatt. Da kann man das so ein bisschen erkennen, aber ansonsten zieht sich nur die passende Farbe quasi so für den Valentinstag durch den Monat, aber mehr auch nicht. Also es tauchen nirgendwo Herzchen auf und es ist ganz einfach und schlicht gestaltet. Also das Deckblatt mit der Monatsübersicht und hier habe ich wieder ein Washi-Tape hin, damit ich einfach die Monate besser finde hier, weil das Nuna hat leider keinen Wendel, aber das ist halb so wild. So, dann wie immer die Finanzen und die Align-A-Day-Seite. Ich habe dann hier mit so einem Papier gearbeitet. Das ist so Art Seidenpapier, glaube ich. Es wäre besser gewesen, ich hätte einen Klebestift benutzt, anstatt doppelseitiges Klebeband. Aber ich kann mit Klebestiften und so nicht umgehen. Dann würde das hier jetzt aussehen wie Sau. Also, natürlich zwei meiner wichtigsten Seiten, Finanzen und Align-A-Day. Und dann kommen wir zur Wochenübersicht. Hier sieht man es ein bisschen. Man muss echt aufpassen bei dem Papier. Aber ihr seht, es ist wirklich einfach und schlicht gehalten. Hier unten kommt dann die Essensplanung eben rein. Und ja, bei mir sehen jetzt im Februar auch wieder alle Wochen gleich aus. Dann haben wir den Content Planner, Schlaf und Schmerz und Laune. Eigentlich wollte ich hier die Arbeit hinmachen, weil Content Planner und Arbeit passt gut zusammen. Aber dann habe ich schon angefangen zu schreiben. Halb so wild. Sieht auch diesmal anders aus wie im anderen Monat. Und dann habe ich noch hier, wo ich mein Zeug für die Arbeit eintrage. Und da wir gerade am Abnehmen sind oder ich gerade am Abnehmen bin, tracke ich hier mein Gewicht. Ich mache das bloß einmal die Woche, weil wenn man sich zu oft wiegt, dann macht man sich zu viel Stress. Also einmal die Woche reicht vollkommen. Jeden Tag, immer am selben Tag und zur selben Uhrzeit quasi. Man sollte sich eigentlich morgens wiegen, denn da ist man nüchtern. Aber wenn ihr euch immer abends wiegt, dann bleibt aber auch dabei beim Abendswiegen, damit sich das Ergebnis nicht ganz so verfälscht. So, das war mein Februar. Ihr seht, schlicht und einfach, ging recht schnell. Ich hoffe, er gefällt euch, mir gefällt er gut. Ich mag es eben gern schlicht und einfach. Und dann würde ich sagen, wir haben es für heute. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Planen, beim Lettern und beim Pflegen. Habt ein ganz schönes Wochenende, bleibt gesund und wir sehen uns am Dienstag wieder. Tschüssi!